Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Reiten bei der Olympiade, um Goldmedaillen für Deutschland in der Dressur. Die Frage ist, sind das gute Nachrichten? Und warum es leider kein gutes Zeichen für die Pferde ist? Ja, warum der Reitsport keine Reitkunst sein kann? Die folgenden Minuten sollen explizit nicht als Kritik an den Ritten der Prüfungen gelten, sondern als Kritik an der Art und Weise, wie Pferde dazu ausgebildet wurden, zu siegen. Oder sagen wir besser, ihre Reiter, denn die Pferde haben nichts zu gewinnen. Die Prüfungen sind jene, die zählen, jene, die Gold bedeuten, nicht der Weg dorthin. Bewertet wird nicht die Ausbildung, nicht die freundliche Art und Weise und der Umgang mit dem Pferd vor oder nach der Prüfung, sondern die Präsentation vor den Massen im Viereck. Viele der Reiter bedienen sich leider schon lange nicht mehr pferdefreundlichen Methoden. Die Medaillen und Siege sind Legitimierung einer zweifelhaften Reitweise. Warum sollte auch jemand umdenken oder etwas ändern, pferdegerechter oder freundlicher reiten, wenn am Ende Gold um den Hals gehängt wird? Der Sport vergisst in Deutschland alles drumherum und sonnt sich mit den Siegern im Lichte des Metalls. Die Nachahmer und Bewunderer haben die Legitimation als Erfolg vor Augen und strafen jegliche Kritik Lügen. Welche Kritik will man auch äußern, wenn die Offiziellen das Maß setzen und das Wohl der Pferde bis zum Treppchen vergessen wird? Wettbewerb sollte nicht mit Pferden gemacht werden. Es ist absolut menschlich, gewinnen zu wollen. Es ist menschlich, Grenzen für den Sieg zu überschreiten. Wer dann auch noch siegen muss, weil sein berufliches Leben davon abhängig ist, wird noch schneller zu Mitteln greifen, die den Sieg bringen. Was erlaubt ist, wird gemacht. Was nicht erlaubt wird, wird gegebenenfalls probiert. Wenn andere gewinnen mit unfairen Methoden, muss man mitmachen. Muss man doch gewinnen. Das Wohl der Tiere kann da nur noch maximal zweitrangig sein. Es geht nicht mehr um die Pferde im Reitsport. Sie sind austauschbar. Die meisten werden vergessen. Sie sind weg. Wenige bleiben in Erinnerung. Wer die Reitkunst jedoch liebt, für den gibt es nur einen einzigen Kritiker. Der ist unter dem Sattel. Und dem ist Gold egal. Der Stolz und die Anmut der Reitkunst ist nicht messbar, nur fühlbar. In letzter Zeit gehen auch viele Aufschreie durch die Medienlandschaft bezüglich fragwürdiger Methoden in der Welt des Pferdesports. Dieser Verfehlungen im Speziellen auswählen, niemanden explizit erwähnen oder an den Pranger stellen. Es macht das Ganze zu minimierend. Es sind nicht die Einzelnen, nicht jene, auf die man nur mit dem Finger zeigen muss, sondern das gesamte System Pferdesport. Die Verfehlungen sind nicht zu entschuldigen und doch sind sie menschlich. Und haben System. Man hätte sie kommen sehen können. Man lebt seit Jahren mit ihnen und es sind die Geister, die man rief. Es ist menschlich, was dort passiert. Die Redewendung, dass etwas menschlich ist, wird in der Regel abschwächend und entschuldigend genutzt. Ich möchte sie absolut so nicht verstanden wissen. Es gibt Verfehlungen, die zum Menschen gehören, die in uns wohnen. Wo Menschen sich messen, da wollen sie gewinnen, werden erzogen zu gewinnen. Wo es etwas zu gewinnen gibt, da wird es Ehrgeiz geben, Neid und eben Verfehlungen, die nicht zu entschuldigen sind. Wer eine Chance sieht zu gewinnen, wird sie nutzen. Wer nicht gewinnt, wird enttäuscht werden. Es ist menschlich, mit allen Freuden und Tränen, mit Jubelschreien und Eifersucht, Wut und wenn es sein muss, mit Gewalt. All das gehört zum Wettbewerb. Brot und Spiele, so alt wie die Welt. Der Zweite ist bereits der erste Verlierer. Die Menge bejubelt die Sieger. Selten gönnt man als Verlierer dem Gewinner den Sieg. Ja, es gibt Ausnahmen. Diese sind jedoch selten. Wenn neben Ruhm und Ehre auch noch Geld und Sponsorenverträge auf dem Spiel stehen, ist der Leistungsdruck unermesslich hoch. Kein Profireiter kann es sich leisten, für Ruhm und Ehre zu starten. Kein Sponsor wird Geld geben für Ritte auf den hinteren Rängen, die aber schön waren. Niemand wird ein Pferd für Millionen stellen, kaufen, um dann zu sagen, Sie müssen nicht gewinnen, zeigen Sie einfach nur, dass es auch anders geht.
Halten Sie sich nicht an die Regel. Wenn Sie das Gefühl haben, die Piaffe ist heute nicht so schön, dann zeigen Sie auch einfach mal was anderes, einen schönen spanischen Schritt. Oder wenn Ihr Pferd rückwärts galoppieren kann, dann zeigen Sie doch das. Wer sich ein Fußballspiel Zehnjähriger ansieht, weiß, wie menschlich der Kampf um nichts sein kann. Eigentlich gibt es außer Tabellenplätzen, Ruhm und Ehre, kaum etwas zu gewinnen. Und doch wird gefault, geschlagen, bespuckt, geweint. Man lässt sich extra fallen, um einen Strafstoß zu erlangen. Und zur Not läuft Mutti oder Papi zum Schiedsrichter und meckert diesen aus. Und wenn es ganz schlecht läuft, gibt es auch mal eine Ohrfeige für den Schiri. Es sind menschliche Prozesse, Verfehlungen. Wir Menschen wollen gewinnen. Kaum jemand betreibt Leistungssport, um dabei zu sein. In den meisten Sportarten kämpfen aber Menschen gegen Menschen. Doch Sport wird eben auch mit Pferden betrieben. Wettbewerb von der Führzügelklasse bis zum Grand Prix bei Olympia. Diese edlen und so sensiblen Geschöpfe haben sich bereits nicht ausgesucht, ihre Zeit mit uns zu verbringen und können sie uns trotzdem schenken. Für viele Pferdebesitzer macht das Pferd ihr Leben wertvoller. Manche machen die Pferde sogar. Sie können trösten, sie können helfen, seelische Wunden zu heilen. Sie können so viel mehr. Man gewinnt, ohne sich zu messen. Zum Reiten gehört aber auch unfassbar viel Demut, Selbstkontrolle, sich selbst im Griff zu haben. Reiten ist ein lebenslanger Prozess. Kann zu Kunst werden, die nicht gemessen werden kann. Es ist Kunst um der Kunst willen. Reiten sollte kein Wettbewerb sein. Den Vorbildern mit Goldmedaillen wird man nun wieder hinterher eifern. Ihre Methoden kopieren, Grenzen austesten, höher, weiter, schneller, effektiver werden. Die Pferde haben wieder verloren. Die Methoden werden angewendet, nicht nur in den sogenannten hohen Klassen, nein, auch die jungen Reiter in den Sportvierecken ländlicher Reitvereine kopieren ihre Vorbilder, ihre Idole, jene, die gewinnen. Normal. Reiten sollte wirklich kein Wettbewerb sein. Sport kann keine Reitkunst sein. Kunst ist nicht messbar. Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Nuno Oliveira. Reiten heißt nicht vor Publikum nach Erfolgen haschen. Reiten ist der alltägliche Dialog mit dem Pferd in der Einsamkeit und heißt das gemeinsame Streben nach Vollkommenheit. Der Reitsport hat ein Problem, das die Kunst für fast alle Teilnehmer nicht vorzeigbar macht. Das ist für Verfechter der Sportart schwer zu verstehen. Oder auch einzusehen. Es gewinnt jener, der nach den Regeln der Richter, deren Sehgewohnheiten, deren Mode, deren Gunst reitet. Das muss nicht pferdegerecht sein, leider. Dieses Problem ist nicht neu. Und wir haben es nicht erst seit Rollkur Einzug gehalten hat. Das gab es bereits vor vielen Jahren. Dazu ein kleiner Auszug aus Jean-Claude Racines Buch Boucher, Enfant terrible oder Genie. Anlässlich der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles wurde Rainer Klimke gefilmt, als er mit einem jungen Pferd einfach nur um der Sache willen arbeitete und ebenso, als er Alerich in der Prüfung ritt. Der erste Teil war schlicht ein Genuss. Sein Stil war geschmeidig, leicht, tatsächlich jenem von Nuno Oliveira sehr ähnlich. Dann kam Alerich, die offizielle Prüfung und der zweite Teil des Films. Man konnte denken, dass es sich um einen anderen Reiter handelte. Dieser andere Reiter gewann dann Gold. Das war alles, worum es ging. Derselbe von mir soeben erwähnte berühmte deutsche Reiter und der französische Meister Michel Henriquet, der als ausgezeichneter Vertreter Nuno Oliveiras in Frankreich gilt, hatten einst jene heiße Diskussionen, wie sie nur Reiter führen können. Als Henriquet in jeder Hinsicht seinen Standpunkt durchsetzen wollte, sagte sein olympischer Gesprächspartner einfach: Sie haben wahrscheinlich recht. Aber mein Problem ist, am nächsten Samstag muss ich auf einem Turnier starten.